Marco Forer, herzlich willkommen zu diesem Interview aus der Distanz. Du bist 23, Verteidiger von Fribourg-Gottéron. Du bist 2 Jahre bei Fribourg-Gottéron unter Vertrag gestanden. 34 Partien in der ersten Saison, 20 in der zweiten Saison. Ein Assist geschafft bei einer Durchschnittseiszeit von 3 Minuten 25 Sekunden. Die Zukunft, die ist jetzt bei der EV Zug Akademie in der Nationalliga B. Fangen wir an bei der Verabschiedung oder bei der Nicht-Verabschiedung von Fribourg-Gottéron. Wie hast du das Saisonende erlebt mit Fribourg-Gottéron, das quasi einen riesen Lauf gegeben hat, der ganze Januar, Februar durch, und dann war so ein abruptes Ende da gewesen mit den letzten 2 Geisterspielen. Wie hast du so das Saisonende erlebt? Ja, es war mega schade gewesen. Ich hätte wirklich gerne noch gegen Zug gespielt in den Playoffs dann. Und dann ja, eben, mit so einem Lauf weiß man nie, wie weit das kann gehen. Ja, und wir haben aber gesehen, am Schluss Geisterspiele sind uns nicht mehr so wahnsinnig gelegen. Wir haben doch auch sehr gelebt von den Emotionen. Und ich glaube, das ist normal für Fribourg. Und ich glaube, für Fribourg ist es allgemein schwierig, wenn keine Emotionen oder eben keine Fans im Stadion sind. Aber ja, ich habe mich mega gefreut auf die Playoff. Es war mega schade gewesen. Und halt auch für das ganze Team, eben mit dem ganzen Team nochmal zusammen sein. Es ist so abrupt, jetzt geht es so, jetzt ist fertig, können das Zeug packen und gehen, so ein bisschen in dem Stil. Und die wie nachher nicht mehr gesehen und ja, keine Verabschiedung und so. Eben auch, wie sagen wir, keine Teamferien zusammen machen. Das ist mega schade gewesen. Das ist ein bitterer Moment, oder? Dass man sich nicht richtig kann verabschieden kann. Wobei ich auch sagen, du hast es ein bisschen gesehen, kommen, dass auch in Zukunft nicht mehr bei Fribourg-Gottéron ist. Aber es ist so ein Verabschieden ohne Händedruck, sozusagen, oder? Ja, genau. Ich habe es vom Typs mitteilt bekommen, kurz vor der Playoff irgendwann mal. Was ich auch schon sehr schön gefunden habe, dass es zuerst mir direkt gesagt hat, bevor es an die Medien raus ist und so. Ich glaube, es war auch ein Zeichen von Respekt gewesen. Und dann nachher, logisch, wir haben uns schon einmal getroffen. Dann, ich glaube, also seit dem Tag, wo die Playoffs abgesagt worden sind, haben wir uns noch einmal getroffen. Vor allem haben wir normal, ich meine, ganz normal wieder trainiert, wie wenn sie Playoffs ja gehen. Und dann, dort haben wir schon einmal uns ein bisschen verabschieden in der Garderobe. Aber es sind logischerweise nicht mehr alle da gewesen. Es sind ein paar Teil Ausländer sofort heim, wenn du nicht richtig gewusst hast, machen sie jetzt zu oder ja. Und das war ein bisschen schade, ja. Aber wir, ich sage jetzt mal, Deutschschweizer und ein Teil Welsche sind doch noch ein bisschen verhockt dann in der Garderobe. Das war auch ein bisschen schön gewesen. Nach 2 Jahren hat sich das Zeichen eben auf Abschied verhärtet. 20 Partien, ein Assist, nicht zuletzt auch wegen der Verletzungen. Nur 20 Partien können machen mit einer Hirnerschütterung, mehr oder weniger in die Saison gestartet, dann Adduktorenverletzungen. 3,5 Minuten Eiszeit pro Match. Hast du gemerkt, irgendwann, dass es nicht mehr ganz reicht für den Stammplatz oder für den Top 6, Top 7 zu gehören, so Fribourg-Gottéron als Verteidiger? Ja, gemerkt ist noch schwierig. Ich bin einer, der generell einfach immer alles gibt, bis er mir sagt, es ist fertig. Und natürlich auch nachher noch alles gegeben für Fribourg, weil wir haben glaube ich alle das gleiche Ziel gehabt, wir haben wirklich alle mal endlich mal Meister werden. Ist ein bisschen blöd, ist es so zu Ende gegangen, eigentlich so ein bisschen unverschuldet zu Ende gegangen. Ja, merke ich, sage mal, im Dezember habe ich schon angefangen zu merken, wo dann der Spieler, der da gerne gefragt hat, wegen rumschauen. Ich habe wirklich schon die Hoffnung noch gehabt, vielleicht noch mal ein Jahr zu Fribourg so ein bisschen können spielen und so. Von dem her ist glaub, der Wechsel auch nicht schlecht gewesen jetzt. Also, weil ich nehme an, oder ich glaube, wenn ich im B spiele, habe ich sicher viel Eiszeit. Und ja, eben, die Chance fürs A besteht weiterhin. Auch wenn natürlich Zug, ja, wie soll ich jetzt das ausdrücken, sagen wir mal, schon nochmal eine andere Hausnummer ist. Nicht, dass Fribourg nicht gut ist oder so, aber ich glaube, man hat es auch gesehen jetzt in der Meisterschaft, ich meine, ist es Top 2, Top 3 Team. Ja, es wird sicher schwierig, aber ich freue mich mega auf die Academy, mega auf endlich mal 20, 25 Minuten können spielen. Und ich glaube, eben in meinem Alter braucht es das auch. Und dann schaue ich, dass ich mich so aufdrängen für weitere Verträge. Es ist zurück zu den Wurzeln. Du warst bei den Junioren schon mal beim EV Zug. Und in dem Moment, wo wir das Interview zusammen machen, bist du quasi in deinen Wegen, wo du als Junior schon bist. Wie ist das so ein bisschen, ja, heimzukommen, eine Art, oder? Zurück in die Innerschweiz, zurück zum EV Zug, in der Nationalliga B, bei der EV Zug Akademie. Ja, wie du schon richtig gesagt hast, es war wirklich ein Heimkommen.
Ich habe gemerkt, jetzt, die Teilspieler ist schon da, Teilspieler hat noch ein bisschen Spitzensport-RS und so Sachen, die habe ich noch nicht gesehen. Aber eben so ein Raffi oder ein Lina, oder Raffi Diaz oder Lina Marcini und so, die kenne ich natürlich noch von vorher und auch die meisten Spieler aus der NCB kenne ich eigentlich noch. Und es war noch lustig, gewesen, eben so, bist reingekommen, hoi sagen und es ist wie so, ah, bist wieder da. Also es ist so, ja, es war wie nichts Spezielles gewesen eigentlich. Ich kenne auch praktisch alle Konditrainer, die dort sind. Trainer kenne ich natürlich nicht, aber so die Junioren-Trainer und so kenne ich auch. Also von dem her. Es war wirklich ein bisschen wie ein Heiko. Der Konditionstrainer bedeutet dir sehr viel, der Maike Slongo. Was ist er für einen? Was bedeutet er dir? Du bei Fribourg-Oder zum Beispiel recht viel verletzt bist. Unter dem Maike Slongo bist es nicht gewesen. Ist es vielleicht auch ein Grund gewesen, zurück in die Innerschweiz zu gehen, zu deiner alten Heimat zurück? Ja, auf jeden Fall. Er ist sicher mit dem Grund gewesen. Ich weiß, dass er sehr, sehr harte Trainings macht. Das hat er vorher schon gemacht. Manchmal als Spieler denkst du so, muss es sein oder ist es sinnvoll? Aber ich habe das Gefühl, es ist schon sinnvoll. Und am Schluss habe ich das Gefühl, es muss jeder ein bisschen auf seinen eigenen Körper schauen. Oder jeder hat ein bisschen eine andere, wie sagst du, braucht andere athletische Bereiche und muss besser werden. Das ist natürlich gar nicht gegen den Bruno und den Simon, oder? Ich meine, das hat ja, hängt auch nicht mit dem zusammen. Also, wie sie auch nie zur Wahl gestanden ist, eben jetzt Simon Holden und so. Ich meine, bei mir schon gemerkt, hat sich recht modernisiert, wo der Simon nachher gekommen ist, auf Fribourg. Und trotzdem eben ist es wie so, ich habe es zeitlich schon mit ihm zusammen geschafft, ich weiß, was er will, ich kenne seine Programme so ein bisschen. Von dem her, ja, habe ich das als Vorteil gesehen. Und eben, was du gesagt hast, ich bin nie, wirklich eigentlich nie verletzt gewesen in den Junioren. Und ja, ich hoffe mal, wir gehen zurück auf den Weg. Was erwartest du von der Nationalliga B-Formation, von der EV Zug Akademie? Oder besser gesagt, was möchtest du ihnen beibringen mit ihrer Erfahrung aus der Nationalliga? Was hast du dort für eine Rolle? Ich habe es vorhin gesagt, 25 Minuten Eiszeit, sehr gern, aber was ist so deine Rolle dort in diesem Nationalliga B-Team? Ja, Leaderrolle. Ein bisschen den Jungen auch zeigen, wo es durchgeht. Und dann eben, falls es oben Verletzte gibt, dort dann auch einspringen. Und ja, sicher eben den Verteidiger weiterzuhelfen. So ein bisschen, was braucht es für den nächsten Schritt oder so. Ja, auch welche Kraftwerte musst du erreichen? Zum Beispiel eben gerade jetzt in einem Krafttraining. Oder was ist wirklich nötig, um nachher oben dabei zu sein? Und für mich ist halt auch so ein bisschen, ich hasse es verlieren. Und ich, als ich das Gespräch hatte mit ihnen, haben sie mir gesagt, ja weißt du, wir sind immer näher dran gewesen, aber. Und danach für mich ist immer so, ja, aber, eben, irgendetwas fehlt ja dann doch immer. Sie haben mir schon gesagt, du musst einfach lernen zu verlieren, weil eben wahrscheinlich wird es auch das ja wieder passieren, dass man mehr Spiele verliert wie gewinnt. Also alles andere wäre fast ein Wunder eigentlich. Und sie haben einfach gesagt, dass so das Wettbewerbsdenken, sei es im Training, sei es im Match, eben, zum Beispiel gegen Aschwald oder so, das hat mir einfach gefehlt. Und ich glaube, ich bin schon ein bisschen da für das da. Plus eben, wenn jetzt mal wirklich ein Match, sag jetzt mal, entgleitet, das was in den letzten Jahren ein, zweimal passiert ist, wenn dann 7-4, 8-4 steht, dass dann einmal einer auf der Bank ist und sagt, so Jungs, jetzt sollten wir vielleicht nicht noch führen und 9-4, 10-4 überkommen, sondern vielleicht mal hinten ein bisschen sauberer stehen und dann schauen wir. Das sind halt alles solche Sachen, oder? Ich meine, wir sind das Zweite, wo 2,96 und der nächste Älter ist 99, also. Ja, wird spannend. Erhoffst du dir auch eine Rückkehr in die Nationalliga an beim EV Zug? Du bist recht nah eben von diesem Top 3, Top 2 Team. Besteht da die Möglichkeit, dass du vielleicht nach einer Saison in der Nationalliga B in die Nationalliga A zurückkommst in der National League? Ja, ich hoffe es. Also mein Ziel ist auf jeden Fall, wieder irgendwann Nazi ankommen. Darum tut mir die Saison, glaube ich, auch gut. Ich werde sicher am Anfang in B spielen. Das ist auch so abgemacht, so besprochen. Das wird mir helfen, weil eben, es ist nicht ein schlechtes Niveau in B zu spielen. Also, es hat viele gute Teams, viele gute Spieler. Und ich sage zum Beispiel Kloten, mit dem Team ist näher dran ein Nazi-A-Team, weil viele alte Spieler, die schon Nazi-A gespielt haben und Erfahrung haben. Die Frage ist dann immer, wie spielt jetzt gegen die Academy, oder? Das ist immer so ein bisschen etwas anderes bei im B noch extrem immer. Und ja, es ist sicher das Ziel. Und wenn nicht Bezug, dann halt anderswo. Aber ich muss jetzt sicher mal eine Saison viel spielen, verletzungsfrei bleiben. Und dann, ich meine, auch wenn oben sich einer verletzt, kann es gut sein, dass ich mal reinrutschen, oder? Und ja, das ist das Ziel.
Es ist auch nicht unbedingt eine Strafaufgabe, oder? Es ist ja vielleicht nur zu deinem Vorteil für die zukünftige Karriere. Zum Beispiel Andrea Klauser hat hier unter der Tür müssen, sozusagen Nationalliga B. Kilian Motte, wo er wieder entfacht ist. Von dem her ist nicht irgendwie ein Rückschritt für eine zukünftige Karriere. Nein, auf jeden Fall nicht. Mit dem Klaus habe ich noch zusammengespielt bei Thurgau. Dann, den Kiki habe ich gar nicht gewusst. Das war ein Arschwach. Okay. Und ja, nein, eben, es gibt viel Eiszeit. Auf das freue ich mich, weil ich bin mega gerne zu Fribourg gewesen. Ich habe dann am Schluss ja auch viel gespielt, dann, wo die Playouts waren und dann auch im letzten Match noch. Aber ja, die 3 Minuten Eiszeit sind aber schon nicht so spannend für den Spieler. Wenn du einfach auf der Bank sitzt, ist logisch, versuchst die anderen anzuspannen und alles. Aber als Spieler bist du halt dann schon einmal froh, wenn du wieder mal spielst. Und ja, nur mit Spiel lernst, gell? Das ist halt schon so. Es ist im Match schon nochmal anders als im Training. Und da kannst du nicht so gut die Gegenspieler oder Mitspieler haben im Training. Ja, es nützt so nichts auf dem Eis, weil du einfach anders reagierst, du hast eine andere Hektik, du bist anders angespannt, als eben, wenn du einfach im Training bist. Im Training, wenn du einen Fehler machst, ja, dann kachelt es halt, aber es passiert nichts. Also, im Match und einen Fehler machst du ein Kacheln, kannst du unter Umständen 3 Punkte weniger sein als Playoff kosten. Oder? Das ist halt schon nochmal etwas anderes. Wir haben mit Fribourg-Gottéron angefangen. Marco Ford, der Verteidiger von Fribourg-Gottéron, Mitglieder, Ex-Verteidiger von Fribourg-Gottéron. Gucken wir schnell noch auf die 2 Jahre zurück mit der Schlussfrage. Was nimmst du für einen wichtigen Moment raus aus den letzten 2 Jahren? Was war so ein prägender Moment gewesen für dich? Prägender Moment, ja, sagen wir Playouts, wo wir gegen Zürich gespielt haben, in Zürich, wo man plötzlich gekommen ist und gesagt hat, ja, wir lassen jetzt 20, 25 Minuten spielen, 5 gegen 3, 2 Minuten einfach auf dem Eis hat. Das hat mir schon angezeigt, dass ich vom Niveau her könnte Nazi anspielen könnte. Und das ist offensiv nicht ein riesiges Ding, wie das wissen wir alle, aber defensiv, 5 gegen 3, 5 gegen 4, das sind so Sachen, der Mannschaft kann helfen, mit den Schüssen in den Stand und so. Und ich glaube, das hat mir schon geholfen, eben das zeigen. Wenn du das richtig machst, dann kommst du auf viel Eiszeit oder dann kommst du auf deine Eiszeit, oder? Und ja, ich glaube, jetzt im Moment eben, ist es einfach nicht der richtige Moment gewesen. Jetzt gibt es einen neuen Anlauf und dann, wer weiß, vielleicht irgendwann wieder mal bei Freiburg oder sonst bei irgendeinem Team. Marco Forer, 2 Jahre lang bei Fribourg-Gottéron in der Verteidigung gestanden. Recht herzlichen Dank für das Interview. Danke dir.